Der Valley der Old Farm ist endlich da, plus zwei weitere Mods, die was ich euch jetzt alle drei zeigen werde. Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. Und da ist sie. Oh, ich bin gespannt, was hier alles gibt. Ich habe jetzt mich noch nicht bewegt, halt hier spawnt man. Und ja, ich freue mich jetzt schon. Sieht jetzt schon mal alles so geil aus, ne? Ach, die Maschinen hier. Ui, ui. Warte mal, ist der standardmäßig da oben? Bekommt man den da gar nicht runter? Oder? Ah ne, da. Hier. Halt da oben der Kompaktlader, ne? Jo, hier. Ich kann man dann hochfahren. Alter, das ist geil gemacht, ne? Ich gleich am Anfang den Kompaktlader. Ach Gott. Kann man hier oben schön die Ballen stapeln. Das ist geil, ne? Damit ein Teleskoplader hier hochreicht, hat man auch einen Teleskoplader am Anfang. Das wäre geil. Boah, ich bin gerade so aufgeregt, ne? Hier eine Werkstatt verbaut, ne? Ja. Können wir hier auch verkaufen, die Dinger? Hm. Oh. Ja. Wir hatten noch einen Hänger, der ist jetzt weg. Also, weiß nicht, wo der hinten ist. Können wir das öffnen? Teufel. Gemein. Alter, wie viel Details, ne? Das Dumme ist halt, das kann man alles hochheben und bewegen, alles. Oder? Okay, nicht alles. Aber die meisten Sachen. Hier so eine alte Bürste liegt hier rum. Muss ich auch mal wieder aufräumen. Alter, ist ja geil. Weil man kann das nur hier auch so halb offen lassen, ne? Aber man kann es auch ganz aufmachen, oder? Ne, okay, weiter geht's nicht. Kannst wieder zumachen. Oh, das Ding ist geil. Hier ist noch so ein Tor. Hier kann man dann einen Trecker oder so reinfahren. Hier, hier ist ja geil. Hier diese Pfützen, ne? Ich teste das gleich nochmal mit einer Maschine. Von dem Pflug hat man. Oh, ist das schön. So, was gibt's denn noch? Okay, erstmal im Kreis laufen, ne? Ganz wichtig. Hier so die Karte. Boah. Die Karte ist natürlich schon riesig. Ne? Allein der Hof hat so viele Details. Wenn das hier mal sieht. Dann hier diese hochklappbaren Rampen. Ich weiß gerade nicht, waren diese Rampen, waren die im Black Sheep Mod oder waren die normaler? Halt, was heißt die normaler oder von jemand anders? Dann kommen wir hier runter. Die hat auch einen geilen Sound, ne? Na, ja, was haben wir denn noch? Hier eine Güllegrube müsste das sein. Jo, da die Scheißrohre, ne? Kommt die Kuffer raus. Guck mal hier wieder hoch. Ja, hier kann man auch das Tor aufmachen. Auch so weit, wie man will. Vor allem, wenn man weggeht, geht es ganz zu, wenn man gedrückt lässt. Geil. Vor allem, hier geht es auch nochmal hoch, oder? Na, hier ist nur so ein kleiner Raum. Okay. Könnte man auch einen Traktor oder sowas reinstellen. Und ja, das ist realistisch. Ich kenne auch jemanden in Real Life, der hat auch sowas ähnliches, sag jetzt mal. Der hat da auch wirklich einen Träger drin stehen. Für die ganz blöden, da musst du dich hinstellen. Da! Ja, dann haben wir hier das Rohr. Hier, man hat sogar gleich einen Frontladerträger. Ist schon geil. Was gibt's denn für Maschinen? Denn die Holland? Natürlich erstmal ein Wagen. Da hat er öffnen. Jetzt hat er.
Ach, das steht hier dann. Ja, warte mal, die Türe kann man auch alle noch öffnen. Oh, je, je. Hier ist dann Dings drin und hier ist nochmal Sprit. Ein bisschen pickelig. Oh. Was sind das für Dinge? Ist das jetzt eine Waschstation hier? Oder nee? Vor allem, warum sind hier auch nochmal solche Aufkleber? Aber hier ist, glaube ich, kein Trigger, ne? Sondern nur diese Aufkleber. Ja, ich sag jetzt mal Aufkleber, aber wisst schon, was ich meine. Okay. Der Drescher. Der CB, ne? Ja. Der Drescher. Ach ja, hier ist mal gespawnt. Weil hier der Drescher, ja. Boah, ich habe das Gefühl, ich werde die Hälfte der Map einfach übersehen, weil ich zu blöd für bin. Warte mal. Wir machen gerade Plus. Wieso machen wir Plus? Durch was machen wir Plus? Steht in der Kirche. Wodurch haben wir Plusgeld bekommen? Ich meine, ich habe keine Money Cheatbox platziert. Noch nicht. Wodurch machen wir gerade Plus? Warte mal, steht doch eigentlich in den Finanzen oder steht da einfach nur sonstiges? Finanzen hier. Nicht hier. Ach so, wir haben ja den Hänger verkauft, ja. Ich dachte schon. Ich dachte schon, er hat irgendwas hier verbaut, wo man. Okay. Wo man. Dann Geld dazu bekommt. Okay, nee, ich dachte schon, das hier kann man öffnen. Boah. Die Map hier ist so detailreich, ne? Aber warte mal, fahren wir hier mal mit dem. So. Na, warte mal. Ach nee, da ist so eine Schwelle, das soll so sein, ja. Da haben wir schon gedacht, da ist ein Fehler, aber. Wie ich mir erlauben konnte, sowas zu denken. Hier diese Pfütze. Ja. Das ist wirklich dann so eine Pfütze und da ist auch die Drecktextur. Oder kann es sein, dass das nur mit dem For Real Motor möglich ist? Diese Pfütze, dass er quasi da gepflügt und gegrubbert hat. Ah, egal. Auf jeden Fall hier sind die Silos. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch noch ein Silo ist. Ja, nein, ist keins. Das heißt, hier könnte man dann die Maschinen abstellen. 900er, ein Bagger, wenn er endlich kommen würde. Oder halt, wenn er draußen ist, meine ich jetzt. Ich klang jetzt falsch. Ach, egal. Weil, hier ist auch diese geile Grastextur. Wie sie auf dieser einen anderen Map da war. Was gibt's denn noch, was man übersehen hat? Ja, hier der Farmtech. Ansonsten hat man gleich schon mal schön alte Maschinen am Anfang. Bis auf der Farmtech, den Düngestreuer, naja. Nur hier der Obstgarten der Mutti. Und hier hat man eine schöne große Fläche, wo man seinen eigenen Hof drauf bauen kann, sag ich jetzt mal. Oder platzieren kann. Oder nee, es ist das Spawnpunkt für Fahrzeuge. Warte mal. Mal, wenn ich jetzt beispielsweise mal hier so ein Förderband kaufe, das kostet ja nichts. Hier. Nee. Wo spawnt das? Wo ist der Händler? Da oben, hier. Hier, Heller. Oh, der hat sogar diese Lara-Tunnel hier platziert, ne? Weil wie ich die Map heruntergeladen habe und ein bisschen Speicherplatz freimachen wollte, da habe ich gesehen, dass diese Lara-Tunnel hier, halt, die gibt es auch als Mod, die sind auch von Black Sheep, ne? Aber die hier sind ohne Türen, die anderen haben, glaube ich, Türen, ne? Oder?
Ach, keine Ahnung. Ui, Goldmünze. Oder Goldnugget. Auch wieder ein schicker Händler. Ach ja. Ich meine, einige Dinge kennt man ja schon aus seinen Videos, was er immer macht. Ansonsten, also das ist schon geil, es hat was. Und diese Lara-Tunnel hier, die hat man noch nicht in den Videos gesehen, oder? Ah, egal, müsste man vielleicht später mal gucken. Ich schau mal, warte mal. Warte mal. Mal einfach so ein Kerl, platzieren noch einen, so. Machen jetzt einen Trick. Das könnt ihr immer auch nutzen, wenn ihr selber mal mit Vorstellungen macht, einfach hier zwei Kärcher platziert und dann könnt ihr hier in diesen Stalker-Modus gehen. Dann ist diese Aufschrift weg und man hat keinen kleinen Kärcher vor einem. Also. Schicke Map hier drin auch. Ui, sogar Blaulicht. Nee, oder ist das Schwarzlicht? Oder sollte es so Mückentöter sein, oder? Ich glaube, das ist ein Mückentöter. Ah, der sieht schon mal geil aus, ne? So ein Original. Ja, so ein Insektentöter ist es. Da kommen sogar Insekten raus. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich hoffe, man sieht es. Hier, da kommen Insekten rausgeflogen. Das kann man da egal. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ja, dann hier ein schöner Wald. Ist auch ein geiler Forstweg. Ja, das ist auch klug gemacht, ne? Hier einfach. Vor allem, das ist sogar saurealistisch, ne? Das ist so ein einfacher, aber saurealistischer Forstweg, ne? Weil im Grunde genommen ist so ein Forstweg. Oder halt allgemein Wege in Real Life. Weil eigentlich ist es ja nur, ich sage jetzt mal, eine Wiese, wo die ganze Zeit drüber gefahren wird und irgendwann hat sich halt das Gras verabschiedet und es wurde quasi ja, aufgerissen, der Boden. Alter, das ist mal eine geile Idee. Ja, gut, dieser Übergang schwebt, glaube ich, ein bisschen. Ja, der schwebt stark. Der schwebt. Aber so, wenn man rein. Okay, man bemerkt das. Ein Update bitte ein bisschen anzuschrägen, das Ding. Ich glaube, man kann es hier schräg machen. Na wo? Hier ist ja alles so, ich sag mal so dreckig. Ich glaube, das ist kompliziert, das hier mehr am Boden zu bekommen. Egal. Was gibt es denn noch? Hier eine BGA? Ist das die BGA? Nee. Das soll der Kuhstein sein, Sekunde. Mach mal alles an hier. Na, oh, da hinten waren wir, ne? Hier, ja. Hey, warte mal. Werden diese Tunnel hier ernsthaft jetzt auf der Karte angezeigt? Ja, moin, wie geil ist das denn, bitteschön? Wie geil ist das denn? Ach Gott. Hat sich Black schon wieder was ganz Tolles überlegt. Oh, noch eine Goldmünze. Aber warte mal, wieso wird das auf der Karte angezeigt und wieso so grün? Oder warte mal, ist eigentlich hier, ne? Hier, wo der mittlere Cursor ist, da jetzt mal. So. Ja, hier. Ich bei diesem Lagertunnel, ne? Ja, aber wieso wird das hier auf der Karte markiert? Hä? Naja. Können wir mal später hinspringen? Da hinten ist noch was. Ich meine, gut, das hier ist Wald, das ist, glaube ich, jetzt. Muss man nicht genau zeigen, aber sonst. Ach so, oder ist das so eine Fläche, wo man was platzieren kann und sich selbst aufbauen kann, quasi, ne? Das heißt, hier könnte man sich auch noch einen Riesenhof selbst aufbauen. Da kommen sicher dann wieder einige Modder oder halt. Typen, die was da damit entscheiden, sind die, dir das machen, statt die Dinge einfach zu kaufen im Spiel zu erarbeiten, aber ja, egal. Alter, scheiß drauf. Sogar eine Tanke hat man hier, ne? Ja, hier ist so eine Tanke. Hier ein leeres Haus.
Das ist schon geil. Dann hier noch, ich glaube, das hier ist dann auch wieder so eine Werkstatt. Also man kann, oder? Ja, müsste auch eine Werkstatt sein. Also man kann hier echt ordentlich sich was aufbauen, ne? Vor allem auch dieses Zeichen da unten finde ich geil, ne? So, was gibt's noch? So, guck mal noch mal hier beim Hof, da ist auch noch so ein Zeichen. Ist dann hier. Soll das irgendwie so eine Einfahrt, Ausfahrt sein oder so eine Pfütze? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Na. Ja. Also die Felder sind eckig. Man kann mit dem Helfer schon arbeiten, würde ich sagen. Vor allem hier fällt das hier. Das hier, das sieht sehr helferfreundlich aus, weil ich glaube, das hier, wenn man genau hinguckt, ist fast. Oder? Ist das? Ist es nicht? Ist es nicht? Ist es fast so schräg, dass man quasi mit einem Helfer so diagonal fahren könnte. Also ja, ist schon geil. Ich liebe diese Map jetzt schon. Gleiche glaube ich auch hier, ne? Ah, ist fast. Gut, dass diese Schräge hier ist gar nicht, aber ja. Und die hier. Jawohl. Die könnte sein, oder? Halt. Nee, so müsste, oder? Warte mal. Hier sieht man die rein. Sieht man irgendwie keine rein. Ach, egal. Komm, gehen wir mal weiter hier hoch. Was ist denn hier? Ja, ach ja, genau. Hä? Ach ja, genau, das war doch. Es war doch aus seinem einem Video da hier. Das hier, oder? So, ja, das heißt hier. Ah, warte mal. Kann es sein, dass ich jetzt endlich diesen Sinn von diesem Video verstehe? Dass er hier das quasi zuschütten wollte? Weil ich habe nämlich dieses eine Video nicht verstanden von ihm, ne? Ich habe es überhaupt nicht kapiert, aber ja, das sind hier, glaube ich, ja, ich sage jetzt einfach mal Internetleitungen, Wasserleitungen, sonst irgendwelche Leitungen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Die, was hier offen sind und dass da die noch nicht zugeschüttet wurden. Dass hier nur so eine Baustelle ist. Dass man die quasi mit Tackschnitzel zuschütten könnte. Tackschnitzel dann Dreck ist und alles. Das ist ja mal geil gemacht. Also ein Projekt sehe ich jetzt schon. Forst. Hier das Zuschütten. Aber erst wenn der Bagger und dieser Frosthäcksler draußen sind. Apropos, kann ich hier mal kurz Werbung schalten. Wenn ihr mehr über Infos, über Black Sheep wissen wollt und seine Mods, wann die kommen, ob die kommen, welche kommen, was kommt, warum Dinge, dann könnt ihr auf unseren Discord-Server joinen. Der müsste in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ja, Discord ist eine kostenlose Anwendung, muss man sich einfach anmelden, dann auf den Link drücken und dann ist man auf unserem Server. Eigentlich nicht schwer. Boah. Ist ja auch noch wieder sowas. Kennt man eigentlich nur aus Mod-Maps. Ja, ist ja auch eine Mod-Maps, aber trotzdem. Ja, sowas kennt man eigentlich nur aus anderen Maps. So ein Riesenteil. Vom Land. So auf Deutsch. Das wird sogar. Warte mal, stimmt das überein? Reifeisen. Ich habe das jetzt erst gelesen und da steht ernsthaft Reifeisen. Und auch dieses. Ja, moin. Ich glaube, mit Schreibfehler, oder? Sonst würde es nicht auf die PS4 da. Reifeisen, ja moin. Ja, es soll. Ich habe ja mal gehört, es soll eine deutsche Map sein, ne? Na, es gibt nur zwei Biogats. Woll. Reifeisenstraße. Ja, ist schon geil. Mit dem Deutschen nicht Biogas mit Doppel-S geschrieben? Oder wirklich mit Z?
Ist auf jeden, die Map ist auf jeden Fall zuckerrübentauglich, ne? Ja, zuckerrohrtauglich meine ich. So. Was sollte jetzt genau wieder? In den Stalker-Modus. Mal wieder zur Raiffeisen hoch. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass es echt Raiffeisen heißt. Moin. Vor allem war Raiffeisen wirklich ein. Oder ist Raiffeisen wirklich ein Getreideverkauf? Ich dachte, das war eine Bank, oder nicht? Oder, hä? Egal, ich glaube schon wieder Schluss. Was haben wir hier? Ich habe auch schon wieder so ein komisches Zeitzeichen. Vielleicht soll es heißen, dass man hier Maschinen lagern kann, allgemein. Allgemein. Und hier ist auch so ein Haus. Kann auch wieder Maschinen reinmachen. Ne, das hier ist eine Werkstatt auch. Mit einem Goldklumpen. Hier, man kann sogar das Licht aktivieren hier, ne? Wegen diesem Schalter da. Ernsthaft. Ja gut, Erben. Für mehr Felder einfach mal unterteilen. Natürlich auch mit unterschiedlichen Abstand, ne? Dass man das nicht ganz einfach gerade machen kann. Oder halt zusammenfliegen kann. Das sieht ja auch auf der Karte witzig aus, ne? Er hat ja die Felder wirklich schon so gemacht, dass man die zusammenlegen könnte oder kann. Hier, da könnte man hier so rum zusammenlegen. Der hat ja auch hier diese Büsche. Die kann man ja, glaube ich, auch rumpflügen, ne? Oder halt spätestens mit dem Häcksler kann man sie wegmachen. Hier ist der Map-Ende. Ui. Ui. Das ist knapp. Ganz knapp. Also hier, das Feld ist wirklich an der Grenze, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das kann kein Pixel breiter sein, ne? Sonst kommt es da an. Hätte man schon noch ein bisschen Abstand lassen können, ne? Aber egal. Ja, auch noch so ein kleiner Fluss. Oder halt See, Teich, ach, wie auch immer. Hier auch noch. Warte mal. Also ich bin jetzt hier wirklich an der Grenze. Ich gebe jetzt hier mal einfach rückwärts Gas, ne? Direkt rückwärts. Und ja, ich glaube, das ist so optimal, was hier ist, diese Straße. Weil die ist halt hier genau an der Grenze. Das heißt, man kann hier nicht vernünftig fahren. Also, ja. Da muss man wirklich nochmal dran arbeiten und entweder irgendwie die Wand weiter nach außen setzen oder die Straße weiter nach innen. Aber Hauptsache, dass man nicht hier so dran fährt, ne? Oder halt hier die unsichtbare Wand da drin ist. Also, er hat die Map wirklich schon zu groß gebaut, ne? Würde ich schon sagen. Und dann hier. Ja gut, da hier ist dann wieder sehr viel Platz. Hier abgehackter Platz. Ist halt direkt an der Küste, ne? Irgendwie, oder halt an dem Fluss. Oder? Ne. Ich wollte hier an der Grenze entlang fliegen. Da ist die Grenze. So. Jetzt. Na, hier passt alles. Hier wird es wieder wegen knapp für den Helfer, glaube ich auch. Aber im Groben und Ganzen ist das echt eine geile und detailreiche Map. Nur an dem Rändern, an den Grenzen muss man noch mal ein bisschen, müsste man noch mal ein bisschen nachschleifen. Ansonsten ist das schon eine geile Map. So. Ja, okay, dieser kleine Weg hier hinten ist auch irgendwie überfällig. Weil man kommt da gar nicht hundertprozentig rein, ne? So, suboptimal das Ganze. Müsste nochmal ein Update kommen, wo er die
Ränder wirklich nochmal genau nacharbeitet, damit die passen. Weil hier auch, das ist schon sehr knapp hier am Rand. Und hier geht es dann rüber und dann. Ja, suboptimal einiges. Ja, die Map ist schon wirklich groß, also kann man nicht meckern. Mit der Größe. Ja, auch die Stadt, auch hier, diese Autos, die was hier an der Seite stehen. Auch Leute laufen hier rum. Na gut, sieht man ja eh nicht. Ja, auch so ein altes, runtergekommenes Haus sieht auch echt schon geil aus. Lagerhaus, Hofgarten. Ja, Hopfgarten. Reifeisenware. Was? Anruf, Ausschluss, fertig. Ne, Anruf, Ausschluss, fertig. So. Ist das Werbung? Hat er einen Vertrag mit Raiffeisen abgeschlossen? Okay, dann Spaß. Aber was war Raiffeisen nochmal für ein Unternehmen? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Ob das jetzt wirklich eine Bank war oder was alles Raiffeisen ist? Was? Ja, irgendwie Versicherung, Bank, sonst was? Irgendwas mit Geld. Ich kann mir jetzt ja nicht auf Getreide verkaufen. Aber die Felder sind auch schon ein bisschen verteilt, ne? Man hat hier die zwei. Hat man hier. Die hier. So. Man kommt schon durch die Map. Hat man noch. Hier die kleine 25. Gehört ein. Dann hier direkt am Hof die 26. Könnte man sich dann die 60 noch dazu kaufen? Hier geht nicht, weil ein Zaun da ist. Okay. Wenn das hier ist sozusagen eine feste Wiese, kann man nicht verkaufen oder sonst irgendwas mitmachen. Wir sind hier sogar Wege drin. Immerhin. Führen die hin? Ins Nichts. Ah ne, hier unter der Brücke. Hä? Oder, ach nee, das ist eine Kuh. Ach, das ist die Kuhweide. Ach so. Ah nee, das ist gar nicht eine feste Wiese. Das ist die Kuhweide. Ah. Die Wims eins doof. Aber das ist auch schon geil, ne? So, das ist extra so eine Unterführung für die Kühe, damit man hier noch das Grund, den Grund zur Verfügung hat. Aber man kann es natürlich auch mähen, ne? Mit einem Profi-Hopper. Ja, genau, man geht da hier in den Kuhstall rein, guckt, dass man irgendwie Profi-Hopper hier drüber gehebt bekommt. Dann mäht man hier die Fläche mit Profi-Hopper. Kann man hier das alles dran mähen. Kann man es mit überall abladen, hier irgendwie an der Seite aufschütten. Kann man es von außen nehmen. Oh, ist schon geil. Gibt es denn noch Herden und dann hier üben bei den Schweinen noch die 39? Aber das ist eine Wiese, okay. Aber ich war hier oben da. Hier, oder? Ja, hier war ich auch noch nicht. Ja. Hier das Sägewerk. Okay, das ist das Standard-Sägewerk, aber ja. Was soll man denn sonst platzieren noch? Auch hier der Kran, ne? Der hat hier extra den Kran hingestellt. Zwar ohne Zugschienen, aber man hat halt den Kran, ne? Man könnte jetzt echt. Aber hier ist kein Träger, oder? Na doch, hier. Oder? Ist ein Träger? Ich glaube schon, ja doch. Ich glaube, hier ist. Wenn es hier der Träger, dann kann man da das Holz abladen. Ist auch schon geil, ne? Na gut, es ist hinfällig durch einen anderen Mod von ihm, weil es gibt ja einen Mod mit Rungen, die kann man ja, ich sag mal, auskippen. Ist auch 70k Hänger Design, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit drin habe, kann ich mal zeigen. Hier die Bioguards. Auch hier mit so einer Rampe. Ja, zwei Silos. Sind zwar leider keine Durchfahrsilos, aber ja. Ist ja auch auf Lostberg genauso, dass es hier
so reingeht. Apropos Lost Back, ich hoffe, diese Silon diese Fegel-Dinger sind schneller. Sonst geht das genauso wie bei Lost gehört. 1000 Jahre später, 1% weniger. Juhu! ja. Gibt's hier noch einen Strohverkauf? Hier. Ansonsten ist das schon eine geile Map, ne? Aber ich möchte euch natürlich jetzt nicht alles im genauen Detail zeigen. Sollt ihr natürlich nur selbst was zu erkunden haben, aber auf jeden Fall, ich kann sie empfehlen zum Runterladen. Und da es ein Blackstreet-Mod ist, darf man ihn dann nicht mehr deinstallieren, natürlich. Also, das ist übrigens ein ungeschriebenes Gesetz. Ein Blackstreet-Mod darf man nicht deinstallieren. Wenn man installiert, bleibt der Filmer. So. Gibt es hier noch den Tiere Ankauf und Verkauf? Ist auch schon geil, ne? Da kann man hier so rückwärts heranfahren. Ach Gott, was bin ich denn schon wieder so müde? Oh. So, aber ich glaube, das wäre es von der Map-Vorstellung gewesen, ne? Ansonsten gibt es nicht viel. Ich meine, man sieht ja die Karte. Das kann man ja selbst erkunden. Es fließen noch ein paar Flüsse durch, auch hier an der Seite mit dem, ich sag jetzt einfach mal so Snofka-Design, dass es dann hier so schlagartig abbricht. Ist auf jeden Fall auch hochwassergefährdet, die Map. Oder halt verschiedene Wasserhöhen. Hier Überschwemmungsgefahr. Aber ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser geilen Map. Oh, man kann jetzt sogar einen Weg durch Wasser, geil. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Map. Viel Freude daran. Die werdet ihr haben, kann ich euch jetzt schon sagen. Natürlich ist jeder Mensch anders, von daher, ja. Ist hier ein Saftzucker, oder? Oder sind es Pappeln? Müssten Pappeln sein. Egal, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Ist das jetzt hier ernsthaft eine Baumschule? Ich kann ja nicht aufhören, das ist halt hier ernsthaft. Egal, viel Spaß mit der Map. Bis zum, ja, bis gleich. Aber gab ja heute noch zwei Mods. Stelle ich euch jetzt auch noch vor. Nun kommen wir zu den Mods, die was heute gekommen sind, noch zusätzlich. Nämlich einmal hier dieser Valtra Summon Mini, oder wie der hieß. Sekunde. Ja. Ja, ich weiß, ich habe gecheatet. Das ist eine Mod-Vorstellung. Man wird auch mal cheaten dürfen. Ich habe keinen Bock, mir das alles jetzt zu erspielen. Voll Infos. So. Hier, Summon Mini N. Ich hätte auch hier beim Shop gucken können, ich voll da. Ja. Toll. Ja, der kann eigentlich nichts Besonderes als der andere. Auch aussehentechnisch sieht er von innen wie außen komplett gleich aus, bloß dass er halt da diesen Valtra-Schriftzug in Blau hat. Und der hier hat halt kein Blau. Vielleicht gibt es noch irgendeinen anderen Unterschied. Ich glaube, das können euch unsere schlauen Zuschauer sagen, die was das wissen. Ich glaube, irgendeiner von euch da draußen wird das doch wissen. Aber ansonsten, es ist halt der Weihnachtsmod 2017, der 2016er Weihnachtsmod war ja der hier. Der Weltrekord, Valtra. Ja, hier mit seinen 100, wie viel ist es? Hier 130 km/h. 133 schafft der MLS. 133 km/h mit dem Träger. Hui. Natürlich auch schon eine Gewichtsklasse, ne? Wow. Aber ja, das ist halt. Das ist, glaube ich, wirklich nur dieser blaue Zug da anders. Ansonsten, man kann auch keine Farben einstellen, also so wie er ist, so in keinem anderen Design kann man ihn kaufen. Kann halt wirklich nur die Motorausführung, Frontlader und Breitreifen und so verändern. Aber dann ist hier noch ein geiler Saphir-Mod wiedergekommen. Halt, ich glaube, es kommt ab sofort mehrere Saphir-Mods immer wieder. Es dauert halt seine Zeit, weil die sind so unglaublich geil und detailliert, diese Saphir-Mods. Also wenn ihr irgendwas im Modtop seht von Saphir, sofort herunterladen. Nicht warten, bis Bild lädt oder sonst irgendwas, sofort herunterladen.
Denn diese Mods sind eigentlich meistens immer echt geil gemacht und detailliert. Weil also auch der hier ist auch hier in der Mitte gespalten, ganz schön hoch. Man kann nichts dran verändern. Braucht 120 PS, also dieser Valtra hier reicht dafür. Ja, aber ansonsten ist halt echt detailliert, sieht alles super aus. Also das ist ein, das ist meiner Meinung nach ein guter Modder, der was hier diese Saphir-Dinger macht. Ich weiß leider jetzt nicht den Namen, weil der macht detaillierte Mods und ja, detaillierte Mods sehen geil aus und sind auf Konsole. Das heißt, die haben keinen Fehler. Ist auch, ich finde, die sehen halt einfach geil aus. Ja. Dann wäre es aber, glaube ich, gewesen. Hier kann man sogar den, ich sag jetzt mal, Nachverdichter einstellen. Hier seht ihr detailliert. Ja, ich würde sagen, das war's hier für diesen Video für heute. Wünsche euch noch viel Spaß mit den Mods, vor allem mit der Map hier, weil ich könnte es ja nochmal hier hoch zeigen. Die ist riesig und geil. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.